Servus Leute, wir haben im Winter eine richtig coole Lost Place Tour gemacht und die hat gleich richtig verrückt gestartet, aber schaut selbst. Viel Spaß beim Anschauen. Scheiße, Alter. Stopp, bitte. Leute, bleiben hier alle stecken, ich seh's schon. Alter, wie geil! Hier kommt man auf jeden Fall gar nicht so schlecht rein durchs Fenster. Packst du die Tür vor uns weg? Nee, stellst du sie da hin. Schön aus dem Kreuz. Oh, okay. Okay. Das will ich dabei. Ja, aber. Das kann schon Bad gewesen sein. Kann schon sein, ja, da ist auch Wasser. Ja. Vielleicht zeigt dir mal eine Guillotine. Schau mal nach oben. Oh, wenn der Wunder kommt, bis Kopf ab. Ah, krass. Hier ist ja nochmal ein Riesentreppenhaus. Hier mal ein Ofen. Was ist das? Hier haben wir noch ein Klo. In gutem Zustand. Jetzt lassen wir ein bisschen lüften. Was für eine fette Tür. Das war wahrscheinlich. Boah, krass! Hier sind ja extrem viele Duschen und Waschbecken. Servus. Und hier haben wir das Jungsklo. Aber die nächste Tag können wir glaube ich nicht mehr die Schlafzimmer oder was? Echt? Oh. Ach du Scheiße! Das ist ja alles runtergekommen. Wir hatten so viel, also egal was es ist. Alter. Wir hatten so ein schlimmes Arsch, der Werner und ich. Wirklich, wir hatten mal eins, das war aus der DDR damals. Und da war wirklich alles so. Also es war krass. Okay. In den Stock können wir nicht mehr. Boah. Da ist noch ein Fernseher zwischen Moos. Ja, richtig. Die Decke ist ja auch extrem runtergekommen, gell? Ja gut, hier sind jetzt nur noch Räume. Ohne Inhalt. Ist nicht mehr viel zu sehen. Hier lang noch. Wie sich die Bombe. Tja, scheiße. Oh, mies. Das ist wahrscheinlich nur Scheiß. Das war die Essensausgabe, oder? Ach, das ist der Raum. Simon, wo du rein wolltest. Ja. Das ist ein Lagerraum. Oh, dann solltest du den Asthma wieder vormachen. Oder? Ja. Okay. Hier ist auch ein, hier ist auch ein neues Schloss, gell? Naja. So richtig ein Lagerhof sieht nicht aus. Oh, aber da hat hier Kennzeichen liegen aus Puff. Ja. Ja, alles Sachen von ihm. Ja, das ist so. Thank you.
Ja, okay. Wie war's denn hier? Oh, schade. Sehr gut. Hier müssen wir gar nicht lang. Geil! Was ist das für ein Firmengebäude jetzt? Achso, wisst ihr auch nicht. Oh, es sieht echt nicht so stabil aus, ne? Also, falls wir das Profil abdriften, hier haben wir neues, ne? Hier haben wir neue Reihen. Ich weiß nicht, ob wir im selben Gebäude sind wie die. So. Endet das hier? Sieht aus wie eine Küche. Ach, da rein sind die. Alex! Ich glaube, das andere ist ein anderes Gebäude, wo wir gerade rein sind. Das ist abgetrennt. Hey. Was? Voll geil, geh mal rein, Christian. Geil, das will ich unbedingt sehen. Ach krass. Das war nicht so. Das geht bestimmt noch. Kopf dazwischen rein? Ja. Achtung, lass mich schrauben hier. Das war bei der Kopf. Was ist denn da machen? Aber das Gewicht kann man nicht einstellen, oder? Naja, du musst halt entsprechend laufen. Aber es hat ja hier nicht. Boah, schau mal. Boxhandschuhe. Ja. Der ist voll wie ein Ratschuh. Trainingsbuch. Naja. Was hat er denn gemacht? Kniebeugen, Klimmzüge, Trizeps, Bauch. Kreuzziehen. Oh, okay, jetzt sind wir zu viel. Hey, jetzt sind wir zu viel. Normalerweise hast du noch so Feingewichte oder so. Ach hier, das kann man doch hin und her schieben. Da hinten kann man kurbeln. Was macht das? Ich hoffe, ihr kracht wird nicht runter. Ja. Ah, das bleibt in der Mitte, glaube ich, oder? Ja, so ist es in der Mitte. Jetzt hat er ausgewogen. Nee. Doch? Jetzt stößt er immer. Nee, das ist, wenn das hier übereinander steht, dann ist es mal aus. Ah, okay. Wenn der Sicherung irgendwas gezeigt hat. Ja, ja. Nee, ich war so auf der Falle. Weil das meinte der Hügel, weil der SKW mit knapp 8000 bezahlt. Man kennt es aus dem Sportunterricht. Aber mit Umgezahlung vielleicht noch 280 oder so. Ja, ich habe den nachgeschaut. Bank drücken. Ich habe da auch rausgeschaut. Achso. Glaube ich. Ich war nicht so weit drin. Boah! Boah! Das riecht ja wirklich heftig. Mhm. Ja, das ist alles schon extremst runtergekommen hier, gell? Ah ja.
standen die vorhin im Gebäude? Gehört ja auch mehr oder weniger zusammen, ne? Ja, was ist das, ein Radio? Das ist ein Subwoofer, so fürs Auto. Aha. Ja, ich glaube, das ist selber gebaut, so wie das aussieht. Und das ist jetzt die Firma, ne? Ja. Ah, krass. Destilliertes Wasser. Demineralisiertes. Ja. Wer hat sein Besteck vergessen? Simon, gell? Simon! Simon! Hä, hey, das Notizbuch ist noch voll gut. Alles noch frei. Nur eine Seite vollgeschrieben. Kontrolle vor der Benutzung der Hebebühne. Ja. Der Hebebühne. Ja, hab ich schon. Ich brauche eine Gabel. Ah, bestimmt findest du da was. Schau mal ein bisschen durch. Den Krug hast du auch noch. Und das ist ein Bedienungspersonal. Bojeski Volker, Pop Andreas, Kunstmann Horst. Ja. Die Besprechung notiert von 1994. Na ja, duftet es. Boah, schön, ey. Alter. Boah. Na, mein Ball, das bin voll gut. Das ist ein Boiler oder so. Ja, das ist ein Boiler. Im anderen Raum ist irgendwie eine Maschine nicht voll interessant. Boah, aber hier auch, ne? Bügelmaschine. Was? Denkst du? Da steht noch ein Bügel drin. Kann ich mir vorstellen. Muss man aufpassen, weil da oben scharf ist, glaube ich. Nein, das ist keine Bügelmaschine. Was sind denn da, wofür soll das sonst sein? Weil fast 18 Tonnen. Ja, dann machen wir es im Blatt auf jeden Fall nicht. Das ist auf jeden Fall nicht. Nadelsysteme steht doch hier. Ja, ja. Ja. Hab schon gesehen. Aber was bringt das? Also Nadel? Ja. Das ist eine Waage. Ich habe jetzt den Anzeiger. Boah, wie du? Und, wie liegst du? 80. Passt auf, die Bücher auf dich. Ja? Ja. Yeah.